Ahoi, Kinders, ich bin's, euer Captain, und herzlich willkommen zu Ready or Not. Ready or Not? Ich weiß noch nicht, ob ich ready bin. Ready or Not, ein Spiel, was mein Kumpel empfohlen hat, wir wollen das unbedingt mal zusammenspielen, ist wohl ein ziemlich realistischer Taktik-Shooter, in dem man Geiseln befreien muss und solche Sachen, also man ist irgendwie eine SWAT-Einheit. Und man kann das definitiv auch zusammenspielen, deswegen freue ich mich da auch schon drauf. Und ich wollte einfach mal einen Einstieg in das Spiel euch zeigen und mit dem Tutorial anfangen. Und wir schauen einfach mal, was wird. Welcome back, officer. Ah, ich kann mich nicht bewegen. It's been a while since your last qualification. Ich kann mich nicht bewegen. Let's not waste each other's time. The key to excellence is perfecting the basics. So, okay. Let's see what you've got. Now grab your rifle, so we can start. Ja, würde ich ja gerne. Oh, danke. Wow. Move over to the indoor range. I want to see what you can do, Cole. Was hier noch so ist. P90. Okay. Oh, Junge, eine RPD. Eieiei, oder? Ja. Oder? Ich glaube wohl, mit dem Trommelmagazin oder das? Dann habe ich ein MW2. Okay. Nett. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich hammer aus. Man kann nicht rennen, man kann nur gehen. Okay. Ja, aber ist halt, man muss es auch mal ein bisschen so sehen. Das ist eher so ein bisschen. Ja, okay. Ein bisschen, langsamer, sag ich mal. Weil wenn ich rennen will, wenn ich Shift drücke, dann geht der halt, anstatt zu rennen. Okay. Gut, wir machen mal was. Grab a loaded magazine on the table and get loaded. Okay. Load and make ready. The command to fire today is threat. Shooter, on you. Engage the target on command. Threat! Enough point shooting. Shoulder that rifle for a good sight picture before firing. What? Remember to switch between semi and full auto based on the situation. Just watch that recoil. We don't just spray and pray. Naja, Einzelschuss ist schon ganz geil. Das ist schon. Also darf ich schießen jetzt? Okay. Next up, transition to your sidearm. Ah, jetzt kommt Sidearm, okay. Engage the targets as they present. Warum ist die blau? Remember, switching to your sidearm can be faster than reloading. Remember, switching to your sidearm is faster than reloading. Oh, Junge. You see how fast that was? Remember, switching to your pistol is always faster than reloading. Alter! You're shooting well. Junge, let's focus on some surgical shots. Slow your breathing, get a perfect sight picture, and trigger press. Try again. Also in dem Spiel geht es sehr viel um, hier Waffendisziplin und sowas, weil man nicht auf Zivilisten schießen sollte und sowas. Steady. Ist das ruhiger? Obwohl. Ach, while moving. Ach so. Okay, so wackelt er natürlich mehr rum, wenn er sich schneller bewegt. Okay. Let's work on an alternative shooting position for close quarters. Move to a canted weapon stance for toggle your weapon attachment. Use the laser for better shot placement. Press thumb. Stand by. Huch. Ja, okay. Ich wollte nicht schießen. Ah! Was ist das für eine Linie? Das will ich mittlere Maustaste drücken, okay? Hätte ich auch mit dem Laserpointer. The Armory has a bunch of approved attachments to outfit your weapons. Okay. More on that later. Right now, let's see if you're warmed up enough to pass one of our drills. Oh, jetzt geht's los. Hit all the targets under part time. Look at your name on the leaderboard. Hallo. 3, 2, 1, threat! Aber irgendwie ist das cool, wenn er das zur Seite stellt. Mit dem Laserpointer trifft man halt echt gut dahin, wo man das zählt. Also hat man das Scope nicht im Weg. Aber das ist, ach so, das ist so eine Art Scope. Ah, okay. Also ein Fadenkreuz. Wie kann ich das bei dem wieder wegmachen? Wie zählt er bei der Pistole jetzt auch so doof? Now it's time for some deployment practice. Ah, nee, mit O ab. Grab a few flashbangs from the table. Go ahead and throw them through the open windows. If you need more, erstmal alle nachladen. Flashbang, let's go. Let's go! Ja! Weggucken. Let's go! Oh, das war. Nee, das war nicht drin. Ich wollte gerade sagen. Aber irgendwie hat die mich auch nicht geblendet. Da ist was drin. Hä? Da oben ist das Fenster auf. Wir.
Oh, jetzt bin ich ganz gut. Ich brauche neue. Danke. Ah, ich wundere mich, warum ich da nicht rein. These devices are less lethal means of disabling potential suspects. Ja, okay, also eigentlich nichts großartig Neues. Das hier ist so eine Tasche. Ready to meet your element, or are you gonna stay here and do more shooting? Hey, weiter, komm, Attacke. Alright then. Head through the door and head over to the shoot house. Knock, right. Knock. Now you can peek or open doors. Beware of threats. Peek oder pick? Pick heißt doch das Schloss knacken. Warte mal. When looking at the handle for any unlocked door, press F to peek. Ja, peek heißt ja so spähen. Ja, okay. Interesting. Und jetzt können wir wieder zumachen. Wird die Tür eintreten? Ja, da. Ich wollte die eintreten. Okay. The door is locked. Ah, Kick! Someone's idea of a joke. Go ahead and breach the door. Kann ich da trotzdem irgendwie durch Schlüsselloch luren? Nee. Okay. Eintreten, let's go. Hey! Schmackes! As you know, you're a SWAT element leader. While your team is prepping, let's go over some commands you'll be issuing. Easy. Was soll ich machen? Was? Alright. Now your team is prepped and loaded. Whoa, my team, Junge! Moin, Jungs! Seht euch alle sehr ähnlich. On me. I got you. Alter! Order them to stack up on the door. Wie mache ich das? Mittlere Maustaste. Aufreihen. Aufteilen. Split and cover. Acknowledged. So, stellen Sie sich jetzt an die Tür links, rechts. Ist das geil, Alter. It's open. We're good to go. Und er hat die Tür überprüft, okay. Okay. Öffnen. Open and clear. Copy that. Junge, ist das cool. Down on your knees. Ist das cool. We're not armed. Please help us. Okay. Stay down and turn around. Cam light. Cam light. Stay here. Okay. Lass mal die Gabelbinder raus. Hey, man, get off of me. Hey, achievement. Woo! For everyone's safety, we need to detain and control everyone until we can sort out suspects from civilians. Okay, erstmal alle festnehmen und am Ende werden die Fragen gestellt. Alles klar. So, was jetzt? Er ist ja wild mit dem Team hier, ey. Jetzt machen wir dasselbe nochmal. Nicht? Ich kann nicht das mit der mittleren Maustaste wieder machen, wie gerade. Okay. Ich finde das mit dem Lehnen so cool, das habe ich ewig nicht mehr gesehen im Spiel. Oh. When possible, scouting the room before breaching can give you the upper hand by showing you where the threats are. The Opti-Wand is a camera you can slide under the bottom of the door to get a clear view in the next room. Okay. Videoskop. Ah, oh. Now that you know that there is an armed suspect inside, you can better prepare for how you're going to breach that door. Remember, okay. The goal is to apprehend the suspect. Waiting on you. Life-saving organization after all. Apprehend. Middle mouse button, command menu, open. Clear with flash. Blue team. Blue team. Oh, die haben unterschiedliche Punkte. Da unten rechts sieht man das da. Ich weiß nicht, ob man hier eine Maus kriegt. Blue team. Gold. Red. How is this keeping us safe? Blue. Red team. Warte mal, vielleicht ist das das Problem. Vielleicht hat er das falsche Team ausgewählt oder so. Middle Mouse Button. Ich kann nichts machen. Jesus Christ, I don't want to die. Hands up now. Drop to your knees. Huch. Press middle mouse button. Open the command menu. Press 2. Passiert nicht. Blue team. Gold team. Ah, das okay. Goldene Team muss ich nehmen, alles klar. Open, clear with flashbangs. Wer ist denn goldenes Team? Okay. Unten haben die halt so Farben. Ich dachte dann, die blauen sind die blauen, die roten sind die roten und Gold ist halt keiner, aber jetzt kommen irgendwie alle. Oder das Gelb vielleicht für alle. Okay. Bang out. Okay. Oh Gott, ich blute. Aua. Hands on your head, now!
Das hat ganz schön lange gedauert, aber ich stand da auch einfach richtig dumm gegenüber von der Tür. Okay. Ja, taktisch es war das eine 1 plus mit Sternchen. Waffe. Oh, eine Makarov. Also die F zu beweise ich ja. Geil. Kann ich die mitnehmen? Ah, scheiße, pack die nur ein. Ich dachte, ich kann die mitnehmen. Ich hätte den auch einfach abknallen können, oder? Ups. Let's get it done. Boah, wir haben den einfach hingerichtet. Aber hä? Ich dachte, das ist nur eine Übung hier. Der sieht ziemlich tot aus. Scheiße. Aber ich meine, der hat auch auf mich geschossen. Guck mal, mein Arm unten ist rot. So, was muss ich jetzt machen? Den nächsten über den Haufen schießen? Warte, wir lohnen erstmal nochmal mit dem Ding hier drunter durch, oder? Nee, okay, hier ist keiner. Knock, knock. Yell for compliance. Okay, ist hier jemand? Drop it and get down! Drop the weapon and put your hands up! Freeze! Okay, er macht irgendwie gar nichts. Drop the weapon now! Hallo? Ich glaube, der hat Angst, weil ich seinen Kumpel erschossen habe. Wow, wow, wow! Aua! Okay. Was ist jetzt passiert? Alter, was ist los? Oh mein Gott. Ich glaube, ich hätte nicht. Oh, yeah, jetzt ist nur noch die Blutlache da, alles klar. LOL, aber die Stiefelabdrücke. Das sieht irgendwie ein bisschen brutal aus. Okay. Ich habe jetzt irgendwie keinen richtigen konkreten Befehl, was ich hier machen soll. All teams. Post up on the left. Doing it. Wir machen das jetzt mal smart, weil hier rechts ist ja nicht so viel Platz. Er prüft die Tür. Okay, okay. Ich bleib auf dieser Seite. Hier war aber keiner hinter, oder? Warte mal. Das Ding hier, warte. So, hier war keiner. Okay. Das heißt, die können wir aufmachen. Und hier rechts um die Ecke war der. Das heißt... Nee, ich kann hier nichts machen. Red. Element. Press F to yell for compliance. Once compliant, approach suspect and press F to restrain. If the suspect has expired, hold F to report. Has expired? Heißt das nicht, ist abgelaufen? Okay. Aber hier drin war ein Typ mit der Waffe, also. Weiß ich nicht. Hands up, asshole! Now! Police, drop the weapon! Okay, warte mal, ich hab eine Idee. Ich mach das wie die coolen Jungs. Jetzt? Keep your hands up. Wo ist der? Put your hands up. LSPD. Ah, ich hab Zivilisten. Das lief nicht so gut. Ich glaube, das muss ich noch mal üben. Warum ist das fucking Tutorial schon so schwer? Ich bin jetzt schon gestorben. Hands up now. Kann ich noch mal wiederholen? Okay, ich hab ihm die Hände gefesselt. Ich glaube zwar nicht, dass wir das irgendwie brauchen, aber Secure Evidence. Das habe ich gerade eben bei der Makarov schon gemacht. Okay, cool. Waffen einpacken. Ja, der hat den gerade als Geisel genommen, wie das aussah. Kimlein. Ah. Next up, you're looking at multiple entrances. In cases like these, it might be good to split up your team. Junge, ist das fucking Horrorspiel? Geht einfach Licht an. Split team. Use mouse wheel up. Order blue element to stack up on door number one. Right. Was? Gold. Blue team. Split and provide cover on this door. Okay, jetzt macht das. Okay, Gold ist quasi das gesamte Team. Und Rot und Blau sind die Gold Team. Split the door. Und die nehmen die Tür, okay. Now you're separated from your team. When that happens, it's advised to turn on their headcams. So you see what they see. What? Press T to toggle between team cameras. Oh, Alter. Okay, das sieht fucking realistisch aus. Warte mal. Können die mich angucken? Guck mich mal an hier. Hallo? Hallo? Hä, witzig, Alter. Das ist ja richtig cool. Okay. Then order the red team to follow up. Okay, Blue Team. Blue. With the command menu, hold left shift to cue the command open. Was? Open, clear with flashbang. Post up and provide cover. Und Red Team, Command Breach. Junge, ist das kompliziert. All teams. Nee, so. Breach.
Achso, das sind die Varianten, wie man die Tür öffnen kann. Okay. Warte mal, wie kann ich wieder zurückmachen? Tab. Also knacken heißt die Tür irgendwie öffnen. Eintreten. Und sichern. Cover the area. Okay, Command Element Gold Team to execute. Blue Team. Ist das kompliziert. Okay, und jetzt für sozusagen beide Teams. Go, go, go! Breaching, breaching! Ist das cool, Alter. Alter! Wie viel sind ihr her und fixier die? Oder machen die das sogar noch für mich? Oh, hier war auch ein Böser drin. We're gonna be okay. Ja, ich habe das Gefühl, ich muss sogar das Tutorial nochmal machen, weil ich da irgendwie Scheiße gebaut habe. Ich habe einen Typen abgeknallt, den ich nicht hätte abknallen dürfen, und ich habe Zivilisten über den Haufen gerotzt. Stay down. Vielleicht muss ich die Jungs einfach mehr machen lassen. Oh, ja, nochmal einen mitgeben. Weil das ist der böse Junge. Das ist der Unterschied. Der böse kriegt noch einen mit und die sind der nette. Okay. Muss die nochmal melden irgendwie? Nee. Achso, und die Waffe. Secure Evidence. Ich will das Klo melden? Nee. Da muss auch irgendwo ein Beweis liegen. Das hier? Sieht aus wie Heroin oder so. Oder Kokain. Oder wo ist Beweismittel? Excuse me? Ich kann den tragen. Warum kriegst du auf mich zu? Das ist gruselig. Wo ist das gruselig? Ah, hier, da. Oh, ne Makarov. Okay, cool. So. Good job. Now you secured the area. Find and report any evidence. Ja, okay, das jetzt. Ja, ja, okay. Die Drogen sind die Beweise, okay. You have passed the basic training. Naturally, you'll learn more advanced features and techniques along the way. Ja, wird bestimmt einfacher. The streets of Los Sueños need you. Los Sueños? Oder was hat er gesagt? Oh, darf ich nochmal auftreten hier? Hey, schmack jetzt! Yippie! Ach, geht direkt, also das ist hier unser Aufenthaltsraum oder was? Weißt du, woran mich das mega erinnert? An die, damals Call of Duty Modern Warfare, das erste. Davon die Tutorial-Mission. Warte, kann ich denen jetzt sagen, dass sie herkommen sollen? Provide support. On your six. Antreten doppelte Reihe, wenn die sich jetzt vor mir hinstellen. Wäre das cool. Ne, ich glaube, die gehen hinter mir, oder? Die bleiben bei mir. Cool, press F to go to headquarters. Okay. Hallo? Okay. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob wenn du, wenn ich jetzt mit einem Kumpel spiele, ob die Bots dann auch da sind und man hat einfach nur weniger. Weil die sind ja doch schon ziemlich nützlich, habe ich das Gefühl. Oh Junge, sieht das cool aus. Ach, das ist L.A. Was ist das? Achso, das ist... Ah. Nee, hä? Ach, das ist das Teammenü, aber ich habe kein Team jetzt. Okay, weil ich bei der Wache bin. Okay, ah, Junge, das sieht mega aus. Aber okay, das ist quasi eine wie bei GTA San Andreas, San Andreas und beziehungsweise hier GTA 5 so eine... Ja, Los Sueños. Also statt Los Angeles ist das quasi sowas ähnliches. Das Wappen sieht doch fast genauso aus, oder? Sieht das Wappen von L.A. nicht auch so aus? Ich glaube wohl. Gut. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Nein, ich kann die Ausrüstung von meinen Dudes anpassen. Also ich habe... Okay, man ist ein 5-Mann-Team, das macht Sinn, alles klar. Alter, man kann hier alles einstellen. Kannst die Klamotten einstellen. Ach du Scheiße, da gibt es auch noch hier Tarnung. Ach du bist... Oh Gott, ich bin hier nie fertig. Helme. Na gut, Helm macht Sinn. Kann man auch kein... Junge, der Helm. Doch, das ist hier dieser alte. Oh, doch. Mag ja so alte Helme. Alter, hier mit fetten Westen, nicht so fette Westen. Polizeiweste, jo, okay, die sieht aus, als würde die ganz schön viel aushalten. Jo, was kann man denn hier alles machen? Tattoos? Ja, hier, erstmal ein paar Blümchen. Das klang sehr unwiederbringlich. Er hat jetzt Blümchen hier unten auf seinem Arm, sehr gut. Gut, das ist nicht viel. Doch, kann man irgendwann, okay. Dreck weggelasert, sehr gut. Ah, Junge, allein wie viele fucking Tattoos es gibt. Okay. Du kannst jede Waffe hier auswählen, oder was? Also du kannst jedem von deinen Teammitgliedern eine andere Waffe geben. Das heißt, du kannst einen mit dem... Okay, MCX. Junge. Schiebpistolen. Alter, was?
Stell dir vor, ganzes Team nur mit Schrotflinten. Wild. Ich lasse das erstmal alles so und ich spiele einfach die erste Mission. Oh, das ist hier wie Brooklyn 99, Alter, hier mit dem Besprechungsraum. Ist das okay. Okay, das ist der erste Einsatz. Okay, also der Kern der Sache ist, dass eine Tankstelle überfallen wurde von den drei Gentlemen hier. Und da noch eine Frau mit ihrem Kind ist irgendwie. Oh, meine Ziele stehen hier rechts. Also die Verdächtigen haben sich in der Tankstelle scheinbar verbarrikadiert. Ich muss die jeden Kontakt, also die bösen Jungs muss ich verhaften oder neutralisieren. Jeden unbewaffneten Kontakt, also Zivilisten, soll ich in Gewahrsam nehmen, sichern, so wie ich das gerade eben in dem Tutorial gemacht habe. Ich muss Crystal Lighten finden, das ist das Mädel, wobei die hier anders geschrieben ist als da. Interesting. Und den Marktleiter finden, das wird wahrscheinlich der hier sein. Ja. Okay, gut. Wir schauen mal, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Let's go. Ich habe übrigens so ein M4 gebastelt. Bin mal gespannt. Das war so ein bisschen wie das. Alter. Okay. I'm with you. Cog reporting. Entry team. Suspects have taken refuge in the area and are refusing to cooperate. Maintain cover. Clear. No contact. Okay. Junge, das ist so komisch, die hinter mir stehen zu haben. Halten? Hold. Standing by. Ah, dann bleiben die stehen. Okay, okay, okay. Bewegen nach, fortsetzen. Fortsetzen laufen die einfach hinter mir her, oder? Let's go. On it. Okay. Laserpointer an. Sehr gut. Okay, so. Leave the talk. We have a civilian down. Responsive. This is talk. Affirmative. Make them stable and proceed with mission. Lebt der noch? Bewegt sich noch? Jungs, wollt ihr mitkommen? Move there. Heading out now. Beziehungsweise. Fall in. Let me see those hands. Oh Junge. Police, drop it. Junge, was Police, hands up. Oh, 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 oh. Alter. Warum ballern die rum? Die können doch nicht in die Tankstelle reinballern. Da sind Zivilisten drin. Seid ihr dumm oder was? Da hinten ist einer. Siehst du das? Da hinten hat sich gerade einer hinter so einer Kiste. Hands up! Above your head! Hat der eine Waffe in der Hand? Junge, ist das. Alter, das ist stressig. Das könnte doch überall jemand noch sein, oder? Sind die jetzt immer noch hinter mir, oder? Ja, okay. Nicht einfach losballern, bitte, danke. Oh, Junge! Hands up! Was ist das? Pappaufsteller, Alter? Ah, Junge, hier ist direkt schon was, warte mal. Könnt ihr. Was? Ausführen? Achso. Was jetzt? Stop! Nee, hä? Ah, was mache ich denn? Oh mein Gott, ich will, dass sie sich an der Tür aufreihen. Split and cover. Copy that. Weil da sind Leute da, so. Ich will jetzt wissen, was das hier vorne ist. Get down, now! Entry denied. Heißt das aber nur die Tür abgeschlossen oder haben wir da in our way. Okay. Warte mal. I'm innocent. Wie schießt das da noch irgendwo anders? Talk to element. Warte mal, wir können die ja aufteilen. Moment. Red Team. Okay, warte mal. Red Team. Why'd you stop at this gas station? Antreten. Stay on me. Behind you. Und Blue Team. Provide cover. Nein. Blue Team. Oh mein Gott, ey. Split the stack and provide cover. Ihr haltet die Tür im Blick. Gold. Und Red Team. Over there. On my way. Need you to move. Warte mal, Moment. Oh Gott. Aufreihen. You gonna move? Nee. Warte mal. In the way, Chief. Hey, what about me? Mit Einsatzleiter sichern. Need you to slide over. On my move, clear it. Roger that. Go! Okay. On me. I got you.
Okay, hier ist scheinbar keiner. Aber das da vorne sieht aus wie ein Eingang. Okay, läuft jetzt hinter mir, ne? Ja, sehr gut. Okay, okay, hier ist ein Eingang. Denn ist schon Ambulance, wa? Oh, Junge, man sieht gar nichts. Wollt ihr mal gucken gehen? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Put the stack on this door. Acknowledge. Hier geht mal zu der Tür, ja, und guck da mal rein. Ich sehe einen Scheiß. Oh. Damn it, locked. Oh, jo. Nein. Get the lock. Unlocking. Ist das nicht die Glastür, Alter? Also wird schon wieder rumgeballert. Man kann irgendwie konnte ich auch Befehle in Reihe machen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Done. Good to go. Okay, mit Blendgranate rein. Clear with flashbangs. Banging. Opening on the left. All way right. Drop it and put your hands up. Yo, komm, was geht ab? You got me. Yo, stay here. Hands up now. Hands up, do it now. See if there's a manager around. Police, get down. Stick out. Okay. Stay down. Das hat irgendwie geklappt. Ich weiß nicht wie, aber... Good to go. Der da hinten noch einen. Oh, hier ist ein Hund. Liegt noch einer. Da liegt noch einer. Police, get your hands up. Opening on the left. Opening on the right. Ist da noch irgendwie eine Waffe? Veteran. Talk. We have a civilian down. Waffen, Talk Alter. Reporting. Copy that, entry team. Notifying trailers. Civilian restrained. Okay. Police, get down! Ist das der Makler da hier? Nee. We're not here for you. He wanted money. Wie viele sind das denn jetzt? Wir haben jetzt schon irgendwie zwei Leute über den Haufen geschossen, glaube ich. Element to talk. One civilian detained. Talk to entry team. Roger, entry team. Great work. Keep going. Ich will eigentlich, dass sie wieder hinter mir sind. Move over there. Ach, moving. Okay. Der hatte eine Waffe, der hatte zwei Waffen. Okay. Da hinten liegt noch einer. Der hat auch die Waffe eingepackt. Und der liegt gefesselt am Boden. Okay. Cool. Also die beiden Jungs haben richtig gut gemacht. Mein anderes Team steht noch hier irgendwo an der Tür. Ich glaube, das ist die Tür da. Ich da gerade? Was gibt dir das Kind? Oh, hallo? Put your hands up! Okay, get on the ground now! Down on the ground! Move! Warum bin ich jetzt hier alleine? Warte mal, die. Ah, die auf übelst auch präsentiert der Blue Team. Move! I'm out! Die sind doch hinter der Tür, oder? Opening on the right. Opening on the left. Sehr gut. Okay, danke. Alter, was ging denn hier ab in dem Laden, ey? Junge. Let's stick out. Wo sind die jetzt? Ich will die ganze Zeit Team 2 machen, warte mal. Good here. Kick and clear, waiting order. Wo sind die? Move to my front. Da, okay. Das andere Team ist da, also. Auch ein Badezimmer. Warte mal. Ja, wie kann die Tür denn zu sein, wenn ich den. Die Türfalle sehen kann? Ist jemand drin? Sieht so aus. Erstmal das Badezimmer kommen. Junge, aber das. Also das Movement fühlt sich so fucking geil an. Okay, das hier ist noch ein großer Raum, so wie es aussieht. Das ist ein Restaurant, würde ich sagen. Also, das ist eine riesen Tankstelle. Da ist ein Restaurant und das sieht aus wie ein Laden mit den Regalen. Hier sind bestimmt noch böse Jungs drin. Also. Provide support on me. Right with you. Okay. Kann ich denen sagen, dass die den Raum hier sozusagen sichern sollen? Mit Stinger sichern.
Stinger ist eigentlich ein Ding, womit du irgendwelche Flugzeuge runterholst, oder nicht? Enter and clear. Ready. Ihr geht da rein und sichert. Attacke los. Move, move, move! Ich glaube, man ist euch. Hands up! Hands up! Do it now! Okay, da hinten war einer. Da waren zwei. Stay calm. Junge, wie viele sind denn in dieser Kackschack-Tankstelle drin, Mann? Ich hab fast mal da einen Typen drauf geschossen. Hands on your head! Evidence good to go. Hey, Junge, der macht doch auch alles hier, ne? Nice. Bitch. Gonna pack it up. Noch einer? Oder ist das manchmal doppelt, wenn ich das noch nicht eingepackt habe? Okay, das Kühlhaus. Die Tür machen wir erstmal nochmal wieder zu. Also ich meine, ich habe da hinten vorhin ein Mädchen weinen hören. Ich schätze mal, das ist das Mädchen, was ich finden muss. Da ist der andere, du. Der ein grünes Knicklicht. Grünes Knicklicht heißt alles tutti. So, das heißt, die sind da in dem Raum, die anderen sind in dem Raum. Und hier zwischen habe ich irgendwo das... Ach, der down, keep hier. Your hands up. Mal erstmal die Türen, wo ich nicht rein will, mal erstmal zu, so. Keep your hands please behind your back. Me. You good? I know them from somewhere. Habt ihr es gehört? Irgendwo war... Entry team to talk. I think we went to the same custody and secured. War da noch was. Talk to Element. Roger, entry team. Great work. Keep going. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Zivilisten hier überhaupt sind. Das scheint ja derselbe Raum zu sein. Da drüben geht es aber auch noch weiter. Ja, das ist hier so ein Mitarbeiterraum. Okay. Oh, hier ist das Mädchen. Lead the talk. Civilian good to go for evac. Nice. Talk to entry team. Roger, entry team. Great work. Keep going. Was ist das? Good to go. Okay, das ist quasi der Bereich, wo meine anderen beiden Jungs sind. Den wir erst gemacht haben. Hier, da stehen sie. Okay. Gut, dann kann ich mit die... Ich drücke mal 1, damit ich das Team habe, aber... So, ich hole die jetzt mal wieder zu mir. Stell dir mal vor, die Tür wäre irgendwie hier so... Oh Junge! Okay. Und hier geht's zu dem Bereich rüber, den wir gerade gesichert haben, okay. Und das hier ist... Hier war das Kühlhaus, ne? Okay, warte mal. Post up left side. I'm good to go. Aber irgendwie sind die ziemlich unsterblich, wobei bei dem einen unten stand, dass er injured ist. Hier, der da, aber ich weiß nicht, ob ich den abgeknallt habe oder nicht. Öffnen. Sicher. Get the door and move in. Confirm. I guess. Moving! I didn't do nothing. Gut, ja, reinlaufen. Okay, hier ist keiner. Good here. Hier ist ein Notausgang. Ich renne hier komplett naiv durch die Gegend und würde die erste Kugel direkt in die Fresse kriegen, wenn ich irgendwas machen würde. Okay, hier ist wirklich niemand. Hier ist grünes Licht. Das ist gut. Okay. Aber ich bin irgendwie noch nicht fertig. Ich glaube, ich habe noch nicht alle Zivilisten oder so. Ich glaube, hier in der Mitte war ich noch nicht überall. Ich will das mal erzählen. Fallen behind me. On your six. Hier war ich noch nicht. Oh, wow, 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 wow. What? Ist das einer von meinen? Der hat so einen Typen auf dem Buckel oder was? Was ist das denn, Alter? Down on your goddamn knees now! Das sieht irgendwie so aus. Irgendwie auch nicht. Irgendwie sieht das nicht so aus wie einer von... Hä? Meine sehen so aus. Was bist du für einer? Und warum hat er den Typen auf dem Rücken? Ist der von dem anderen Team? Element. Okay, warte mal. There, move. On the move. Those guys were trying to kill me. Wo kommt das denn jetzt her? Hä, hey, what the fuck, was geht mit dem Typen? Ne, guck, da kommt noch einer. Meine sehen so aus. Meine haben so schwarze Klamotten an. Der hat so klassische SWAT-Kleidung an. Wo kommt der her? Guck, da ist der vierte. Hä?
Ein Imposter. Und was macht der mit dem Typen? Wild, okay. Den Raum hatte ich angeguckt. Okay, aber was ist hier? Private Area, okay. Cool. Oh, warte mal. Da hinten ist irgendwas. Da ist auf jeden Fall Blut und das sieht aus wie, wie eine Schulter. Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche mal eben das mit diesem, was ich vorhin machen wollte. Red. Go, go, go! Ne, das war schon wieder falsch. Blue, post up. Confirm. There's a key to the safe. Gold My manager team. Had it. Split and provide cover on this door. Okay, so jetzt haben die beide Türen. Unlocked. Das heißt, ihr, warte mal, wie meint das jetzt? Einreihen, so. Öffnen, sicher. Post up and cover the area. Und dann die Tür. Blue team. Öffnen, provide sichern. Cover. Und dann Gold. Feuer. So ging das, okay. Let's go. I'm going. Ist das cool. Nicht da rein, eigentlich hier rein, aber gut. Wo mache ich das? Markleiter. Oh. Alter, hab ich mich erschrocken. We have a civilian down here. Geht's dir gut, Kumpel? Hey! No officers dead. Friendly Fire 30. Ah, nein! Weil ich am Ende mich erschrocken habe, weil ich dachte, wow, kommt da noch einer? Okay. Nicht schlecht. Oh, wenn ich den Schuss nicht gemacht hätte, dann hätte ich... Ah. Aber irgendwie fehlt da trotzdem noch ein bisschen was, oder? Weil ich habe ja alle Ziele erfüllt, so wie es aussieht. Okay. Ah, ist echt cool. Also, okay, das war so der erste Einblick zu Ready or Not. Erstmal echt Laune. Es ist aber übelst, also so eine psychische Belastung, ey. Das ist keine Ahnung. Es ist echt mega cool gemacht, was mir gerade einfällt. Ich habe in der Mission gerade gar nicht diese coole Helmkamera genutzt bei meinen Kollegen. Ich kann ja da drüber auch das sehen, was die sehen. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe eigentlich nicht viel gemacht und habe die einfach nur da aufräumen lassen. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Missionen schlimmer wird. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der auch auf meine Jungs geschossen hat und die auch tatsächlich getroffen hat, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass die nächsten Missionen auch ein bisschen schwieriger werden, dass die Leute, dass man jetzt ja einfach nur so 3 oder 4 oder 5 Gangster, ich weiß nicht, wie viele es am Ende waren, aber so Gangster, die hatten ja nur so Pistolen, aber wenn da irgendwie welche so richtige Geiselnahme haben und die dann auch hier so die Leute so vor sich halten und so, das ist dann, glaube ich, schon nicht so einfach, vor allem mit meinem grottigen Aim, so, das ist das Wort. Wir schauen einfach mal, was wird. Vielleicht hole ich mir noch einen Kumpel dazu und wir machen ein bisschen Spaß da draus. Und wahrscheinlich rotzen wir nachher alle über den Haufen, aber einfach mal schauen, was wird. Und ja. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so ist, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, munter bleiben. Tschüssi!